Warum macht es Sinn, das Nabelschnurblut meines Kindes zu spenden? Häufig werden die Stammzellen, die sich in der Nabelschnur befinden, nach der Geburt des Kindes nicht verwendet, sondern mit der Abnabelung zusammen mit der Plazenta entsorgt. Das Nabelschnurblut enthält blutbildende Stammzellen, die in der Behandlung von Kindern und manchmal auch Erwachsenen mit Blutkrebs, also den Leukämien oder anderen Erkrankungen der Blutbildung, eingesetzt werden können. Nabelschnurblut kann also für eine Stammzelltransplantation verwendet werden. Bei einer Stammzelltransplantation ersetzen die Stammzellen aus dem Nabelschnurblut die kranken Blutzellen und können den Patient dann möglicherweise heilen. In der Frauenklinik des Unispitals Basel gibt es die Möglichkeit, dieses Nabelschnurblut nach der Geburt in eine öffentliche Nabelschnurblutbank zu spenden. Bei einer Spende können die Stammzellen eingefroren, aufbewahrt und dann verwendet werden, wenn sie jemand benötigt. Wenn man das Nabelschnurblut für die öffentliche Bank in Basel spendet, steht es weltweit passenden Spendern für eine Behandlung zur Verfügung.